Schön, dass ihr dabei seid wieder zur Live-Mahl-Session am Donnerstag. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, heute habe ich mir fürs Thema Feigen ausgesucht. Ich habe sie hier im Original stehen, aber ich werde wahrscheinlich die Fotos benutzen, weil wenn ich gleich das Licht so anmache, dass ich keine Schatten aufs Papier werfe, werfen die leider auch keine schönen Schatten. Ich habe tatsächlich noch nie Feigen gemalt, was mich selber ganz überrascht, weil meine südfranzösische Schwiegermutter und Schwiegeroma jeweils einen Feigenbaum im Garten haben. Und weil ich eigentlich jedes Mal, wenn ich im Spätsommer in Südfrankreich bin, dazu genötigt werde, Feigen zu essen, die so heiß, weißt du, die praktisch die 30 Grad oder 35 Grad haben, so heiß am Baum sitzen und eigentlich schon kurz vor Alkohol sind. Aber wenn so eine 98-jährige, jetzt 99-jährige, 45-Kilo-Frau neben einem steht und dann mit so einem super harten südfranzösischen Akzent mange, mange, mange zu einem sagt, dann isst man halt auch Feigen, die schon so überreif und total warm sind. Was tut man nicht alles für seine Schwiegeroma? Zumal ich ja auch sagen muss, als Veganerin in Südfrankreich mache ich es ihr nicht einfach. Wenn ich dann ihre heißen Feigen essen kann, dann esse ich ihre heißen Feigen von ihrem Baum, obwohl in Wirklichkeit ich Feigen eigentlich nur gerne mag, wenn sie gekühlt aus der Kabe. Siehst du, Moment, Keller ist das Ganze, ne? Keller oder Garage, wie auch immer, aus der Kabe. Aus der Kabe die Feigen, wenn sie etwas kühler sind. Aber gut, wie gesagt, wenn die Frau immer so neben mir steht den ganzen Tag und mange, mange, mange sagt, bei irgendwas muss ich ja dann einfach mal zugreifen, das sind dann die heißen Feigen. Darum bin ich überrascht, wie gesagt, dass ich sie noch nie gemalt habe. Die bieten sich ja auch irgendwie an, weil die eine super interessante Farbe haben. Ich finde gerade in diesem Licht, ich habe nämlich gerade keine Lampe an, darum ist es hier recht dunkel, finde ich sie noch spannender eigentlich fast als auf dem Foto. Das finde ich gerade ganz schade, weil hier sieht man so richtig, wie praktisch dieses Rote durchschimmert hinter dem Violetten, und wenn die Flecken sind halt so grünlich-gelb, ein total wunderschön. Mal sehen, was davon auf dem Papier ankommt. So, bevor ich gleich die Kamera drehe und tatsächlich wir mit den Feigen anfangen, ein bisschen Info bzw. Tüdelüdelü Werbestunde, Werbeminute. Für den Workshop, Aquarell-Workshop am 28. und 29. für Fortgeschrittene hätte ich noch einen Platz frei. Wir sind auch so genug, aber wenn noch jemand dazu stoßen möchte und mit mir komplexere Blüten malen möchte, ich denke, wir werden jeder eine Karte malen oder so am Sonntag und halt schauen, was es anderes so an komplexen Oberflächen und Strukturen und so zu malen gibt, dann ist sie natürlich, seid ihr herzlich willkommen. Der Link ist oben in der Beschreibung. Für den Workshop Ende September jetzt. Und das andere ist nämlich, dass ich jetzt dieses Jahr zumindest keine Gruppenworkshops mehr anbiete, also keine Wochenendworkshops mehr anbiete, aber natürlich noch Plätze frei hätte für die Maltage. Das wäre also 1:1. Sprich, ich nenne sie jetzt mal Kreativ-Mentoring, weil das ist das im Prinzip im weitesten Sinne, wo ich mit dir vorher persönlich abspreche, was du gerne machen möchtest, ob es ein bestimmtes Thema ist, was du bearbeiten möchtest, ob du deine erste botanische Aquarell malen möchtest. Also es ist dann eine sehr personalisierte, sehr konkrete Betreuung. Auch hier bei mir im Studio, ein Tag ist das dann. Wir können es auch auf 2 aufteilen, aber meistens machen wir das dann an einem Tag, 10 bis 16 Uhr. Alles ist inklusive, Material und Essen etc. etc. Und wir würden dann vorher auch miteinander sprechen und schauen, was es ist, was du möchtest. Bestimmtes Thema. Letztes Jahr hatte ich zum Beispiel Flechten und habe den ganzen Tag mit einer Flechten gemalt. Oder sind es halt bestimmte Hürden oder Stolpersteine oder technische Schwierigkeiten, die wir dann an dem Tag überwinden können. Oder möchtest du lernen, draußen tatsächlich zu arbeiten und draußen ein Naturskizzenbuch zu führen? Das können wir auch zusammen machen. Wenn daran Interesse besteht, dann kannst du auch oben auf den Link klicken. Da sind nochmal alle Informationen und du kannst mir dann schreiben, wenn du Interesse hast. Ich habe das jetzt auch so gemacht von der Preisstruktur her, dass alle, die den gemeinten Herbarium-Online-Kurs noch nicht haben, aber den Maltag buchen, die kriegen dann den gemeinten Herbarium-Kurs umsonst dazu. Also in dem Maltag ist der Online-Kurs, der große Online-Kurs mit inklusive. Kannst du dir halt anschauen. Die Informationen gibt es. Okay, tüdelüdelü.
Ende der Werbestunde. Dann drehe ich jetzt mal die Kamera um und lege los. So. Jetzt habe ich den Hund aufgescheucht und ich muss mal ein bisschen wieder herumexperimentieren, wie ich am besten deinen Ausschnitt finde. Nein, Inge, den Pullover habe ich mir nicht passend angezogen. Das ist einfach einer meiner Lieblingspullovers. Pulloven, wie auch immer. Ich habe den in Bordeaux und in Grau. Und den wirst du jetzt wahrscheinlich diesen Winter noch öfter sehen. Weil wenn ich nicht diesen Pullover trage, trage ich sein Gegenstück im Grau im Zweifelsfall. Okay. Passt schon. Ich habe hier zum Mischen dieses Mal diese Palette. Habe den Kasten hier aber noch nebenan stehen, wenn ich noch andere Farben brauche oder möchte. Und habe, ihr seht schon, etwas vorbereitet. Mein Stuhl knarzt, meine Güte. Ist egal. Ja, ich muss gleich mal schauen. Wie immer sehe ich jetzt eure Kommentare natürlich nicht so gut, weil die Kamera gedreht ist. Aber ihr seht, ich habe da schon mal was vorbereitet. Ich habe einmal schon mal gezeichnet, so ein bisschen. Da kann ich auch gleich mal die Intensität von der Bleistiftlinie wieder abnehmen. Die drei Falten nebeneinander und ich habe so grob da, wo ich diese besonderen Falten und dunklen Striche sehe, eingezeichnet und die hellen Bereiche grob eingezeichnet. Und habe gleich schon als erste Sache beschlossen, dass ich diese feinen hellen Punkte, die man sieht, nachträglich mit Gouache oder weißer Tinte setzen werde. Man könnte die hellen Punkte auch mit Abdeckflüssigkeit aussparen, aber dazu reicht wirklich der Zeithorizont nicht. Vielleicht mache ich, wenn Interesse besteht, mache ich irgendwann mal tatsächlich einen Abdeckflüssigkeit-Tag, aber es bedeutet halt, dass ich das vorbereiten muss. Darum, wenn ihr an Abdeckflüssigkeit, an Rubbelkrepp Interesse habt, dann kann ich das auch nochmal machen. Das habe ich also vorbereitet, die Zeichnung. Und das andere ist, dass ich es mal mit dem Mischen ausprobiert habe. Viele von euch haben ja sicherlich eine relativ ausführliche Palette und habt da Farben drin, wie zum Beispiel Purpur oder Krapplack. Das hier ist Purpur und das ist Krapplack. Das Krapplack geht auch dunkler. Das ist da jetzt sehr wässrig. Und das sind natürlich ideale Farbtöne, um sie jetzt bei dieser Gelegenheit rauszuholen, gerade wenn man das Purpur jetzt noch irgendwie mit Ultramarin oder so mischen würde. Man kann natürlich von diesen passenden Tönen ausgehen. Aber ich tue jetzt mal so, als hätten wir kein Purpur oder Krapplack, weil dann das Mischen interessanter ist. Und habe nämlich schon mal Dinge ausgetestet. Es geht, man kann in verschiedene Richtungen gehen. Das eine, was ich hier getan habe, ist, dass ich sage, okay, die ist violett. Also mische ich das mit drauf. Man weiß es nicht so genau. Doch, also mische ich mit Cyan und Magenta ein Violett an. In diesem Fall ein recht rotstichiges Violett. Das ist dann praktisch hier von Blau, mehr Blau bis mehr Violett, ein rotstichiges Violett. Aber, oh nein, das Violett ist getrübt. Das ist halt nicht super, die Chroma, es ist gedämpft. Es ist jetzt nicht knallig leuchtend. Das heißt, wir müssen es trüben. Die Komplementärfarbe, ich sollte für diese Gelegenheiten immer einen Farbkreis da haben, habe ich aber nicht. Die Komplementärfarbe vom Violett ist Gelb. Das heißt, ich packe da ein bisschen Gelb rein. Warum ich jetzt Gummigatt nehme, kann ich nicht sagen. Ich könnte auch ein anderes Gelb nehmen. Also haue ich da ein bisschen Gelb rein. Und dann habe ich diesen getrübten Rotton, den ich mit mehr Blau, natürlich mehr, kann der violetter sein, also ein getrübteres Violett mit mehr Blauanteil oder mit mehr Rotanteil, wenn ich hier mehr Magenta reinmische. Aber wie gesagt, im Gegensatz zu da ist die Chroma raus. Man hat diesen getrübten Rotton. Und eine zweite Möglichkeit
die ich hier auch genommen habe, um zu so einem getrübten Rot-Violett zu kommen, ist, dass ich Magenta und Echtrot gemischt habe. Und Magenta kennt ihr oder wie auch immer die bei euch heißt, was auch immer ihr so als Primär-Pinkton benutzt. Und ich nehme Echtrot von Lukas, aber es ist natürlich Zinnoberrot, Cadmiumrot, was gibt es noch? Na, so in die Richtung. Geranienrot. Eins von diesen Rottönen. Wenn man die miteinander mischt, entsteht halt so ein kirschiger Ton. Und den kann ich dann mit Ultramarin, und zwar Ultramarin, weil Ultramarin relativ dunkel ist, zu einem getrübteren Violett mischen. So, mit hier ist es ein bisschen mehr blau. Und dann kann ich mit etwas mehr Magenta und etwas mehr Rot, ist auch eine rotere Version davon, anmischen. Und das funktioniert natürlich auch, weil dieser Rotton hier natürlich von Magenta aus schon ins Gelbe geht, also auch in die Richtung Trübung geht. Ja. Und hier habe ich natürlich, ich habe grün gemischt, aber letztendlich habe ich nur, ich habe dieses Fatallo-Grün genommen, was ja von selbst sehr unnatürlich wirkt. Habe da Gummigatt zugetan, dann hat man so ein Saftgrün und dann ein Hauch Magenta, weil wieder grün die Komplementärfarbe von Rot. Und das Ganze dann getrübt. Und jetzt gucke ich mal kurz, ob ich ein paar kluge Kommentare von euch verpasst habe. Habe ich gerade nicht, aber ich heiße alle anderen, die dazugekommen sind, ganz herzlich willkommen. Okay. Also das andere, was bei der Feige so ein bisschen eine Herausforderung ist, neben diesen weißen Flecken, wo ich mich schon dafür entschieden habe, dass ich die später nachträglich draufsetze mit einem Gouache oder so, dann ist die Herausforderung, dass Grün halt mit so einem Rot-Violett zusammenläuft, dass man das hinbekommt, dass es einerseits ineinander verläuft und andererseits nicht einfach nur Matsche wird. Dass es schon noch als Grün und als Violett zu erkennen ist. Und die dritte Herausforderung ist, dass die ja sehr relativ trüb sind und so matt. Das heißt, die haben halt keine glatte Oberfläche oder so. Und wenn ich jetzt alles, die gesamte Frucht immer so in einem Zug male, Schicht um Schicht, ein Zug, eine Fläche, dann wird die Frucht viel ebenmäßiger, als sie das in Wirklichkeit ist. Also schaue ich mal, dass ich dass ich im Laufe der Schichten, die ich aufbaue, halt so ein bisschen rumstüppele, also dass ich versuche, diese stumpfe Struktur tatsächlich wiederzugeben. So. Ich starte hier mit dem hinteren und wie immer starte ich mit so einem hellen Ton. Da kann ja nicht viel schief gehen. Muss wieder gucken, dass ich noch hier im Bild bin. Bin ich noch? Wunderbar, oder? Ich muss mal einmal aufstehen. Ja, weil ich meinen Platz brauche für meine Hand. Also starten wir mal hier, da lasse ich frei, da kommt nämlich gleich so ein grüner Fleck hin. Dann gehen wir hier ins dunkelblauere. So, hier setze ich so ein bisschen Grün rein, lass es ins Violett laufen, aber rühre da nicht weiter drin rum. Also vielleicht ein bisschen mehr Gelbanteil. Es verläuft jetzt ein bisschen mehr, als ich wollte, weil das relativ feucht war. Man sieht auch, wie sich hier so Blumenkohlflecken bilden. Lass es jetzt aber laufen. Der Trick ist nämlich, wenn man so Farben hat, wie zum Beispiel Grün und Violett bzw. Rot, die trüben sich ja. Wenn ich das mische,
kommt da ja Matsche bin rum. Wenn sich das Grün hier mit dem Violett mischt und ich dann auch gleich mit dem Grün dieses Violett dreckig mache, das ist natürlich ein Problem. So, dann entsteht da halt so ein braun Matscheton. Und wir wollen ja gar nicht, dass unsere Frucht braun Matscheton hat. Wir wollen ja, dass unsere Frucht grüne Bereiche hat und violette, rote Bereiche. Und darum soll man, darf man da nicht so drin rumrühren. Wenn ich also dieses Grün hier nehme und hier ein bisschen Grün auftrage, vielleicht ein bisschen mehr Wasser und dann ein bisschen von dem, nehme mal hier so ein bisschen Rot, das dran setze, dann ist es das Beste, wenn ich die Sachen einfach ineinander laufen lasse und nicht in diesem Übergangsbereich versuche, das zu verstreichen. Wenn ich also jetzt hier mit dem Rot hinkomme, das da dran setze und dann jetzt sage, oh, ich will das hier aber verstreichen, verteilen, dann erzeuge ich in diesem Übergangsbereich den Farbton Matsche. Darum einfach, gerade bei Komplementärfarben, bei den Pflaumen hatte ich das auch, die ich die Tage gepostet habe, dass man einfach das Gelb und das Violett laufen lassen muss. Weil wenn ich anfange, hier drin rumzurühren, erzeuge ich halt nur eine Matschefarbe. Wenn ich halt sage, okay, die Farbpigmente müssen da aber ineinander fließen. Darum ist es gerade bei solchen Farben, die sich gegenseitig trüben, wenn sich jetzt nicht Pink und Blau mischt, die einfach nur Violett bilden, sondern so Farben, die sich trüben, halt wichtig, dass man die Farben einfach laufen lässt. Und hier war die Konzentration von dem Rot viel größer als dem von dem Grün. Darum ist es da so ungleichmäßig verteilt. Okay. Ist auch ganz hübsch geworden, ne? Es ist zwar voller Wasserflecke, aber man könnte es jetzt auch einfach so stehen lassen und sagen, fertig ist die Feige. So. Ich mische jetzt nochmal Grün nach. Wir werden auch sehen, wahrscheinlich wird es jetzt nicht hyperrealistisch werden heute, weil wie immer das so ist, wenn ich hier sitze und man mir zusieht, die Konzentration fehlt. So. Also, gelbliches Grün. Mein Gummigatt will sich heute irgendwie nicht so richtig lösen. Und etwas getrübt. Hervorragend. Ich gucke nochmal nach euren Kommentaren, dass ich nichts verpasse. Nö, nichts verpasst. Wunderbar. Da das jetzt, ich habe so viel gequatscht, darum ist das jetzt hier schon trocken. Das heißt, ich kann hier weitermachen. Ich habe hier so eine recht dunkelblaue Version. So. Der Kontrast zwischen den beiden Bereichen kommt dann später. Den arbeite ich gleich noch heraus. Ich arbeite schon so ein bisschen mit Nass in Nass. Und Licht und Schatten, aber durch das Nachmischen gerade war so ein bisschen die Farbe schon zu sehr angetrocknet, ne? Das kriegen wir gleich schon irgendwie gelöst. Also ich gucke jetzt schon mal, wo sind dunklere Bereiche, wo sind rötere Bereiche.
Und es macht gar nichts, dass das jetzt schon noch fleckig wird, weil wir ja, wie gesagt, da eh gleich nochmal drüber gehen. Das war viel zu viel Pigment für die erste Schicht. So. Hier oben ist es jetzt natürlich schon getrocknet. Das passiert, wenn ich rede, statt zu malen. Naja. Also es macht jetzt erstmal nichts, dass es hier tatsächlich so ein bisschen fleckig ist, die Übergänge. Nicht so schön. Weil wir das ja gleich in der zweiten Schicht überarbeiten. Und jetzt, Achtung, erstmal Föhnlärm. So. Und ich glaube, statt jetzt bei der grünen mit der ersten Schicht anzufangen, setze ich hier schon mal die zweite. Schön mit Ultramarin, ein dunkleres Violett. Das ist eigentlich schon noch nicht dunkel genug. So. Ich glaube, und jetzt habe ich kein Indigo hier, oder? Nee. Ach, Leute. Dann fülle ich denn endlich mal mein Indigo in meinem Kasten nach. Wisst ihr auch nicht, ne? Weil ich glaube nämlich, solange es dann noch feucht ist, und ich beeile mich, haue ich hier jetzt noch an die Kante Indigo, weil ich dann habe ich ein schönes Dunkelblau und ich denke auch, dass ich die Frucht hinten am wenigsten ausarbeite. Das heißt, das wäre es jetzt praktisch mit der Frucht hier hinten. Zu viel Wasser, das nehme ich mal wieder ab. So.
Während das trocknet, versuche ich vorsichtig hier die erste Schicht zu machen, ohne dass ich da gleich mit der Hand drin liege. Mal sehen, ob ich das hinbekomme. Schauen wir mal, ne? Ich habe ja am Anfang bloß was von Stüppeln erzählt und jetzt habe ich noch gar nicht irgendwo gestüppelt. Ne? Das ist ja mal ein Ding. Ich finde auch, also ich habe ja, wie ich am Anfang schon erzählt habe, ich habe noch nie Feigen gemalt und es hilft ja nichts. Man muss es einfach ausprobieren. Auch wenn ich, gerade wenn ich es jetzt naturalistisch machen wollte, noch also detaillierter, was, ich kann nichts anderes machen, außer es einfach ausprobieren. Ich kann ja gar nicht vorher wissen. Ich habe zwar so ein bisschen Erfahrungswerte, auf die ich natürlich zurückgreifen kann, aber ich kann ja nicht hundertprozentig wissen, wie ich das mache. Es nützt nichts, man ist manchmal einfach Anfängerin und muss es einfach ausprobieren. Ich haue jetzt hier auch in mein Grün so ein bisschen dunkelblau, also Ultramarin, um das abzudunkeln. Und gehe gleich rein und setze hier so ein paar dunkelste Bereiche. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um Kaffee trinken zu gehen, weil Föhnen ist hier sehr schwierig, weil hier sehr viel Wasser drauf steht. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt aus der Entfernung. Ich will es jetzt auch nicht zu doll kippen, dann fliegt ja das Pigment so durch die Gegend, aber es ist relativ viel Wasser noch da hinten. Darum ist Föhnen an der Stelle schwierig. Ich hatte mich jetzt dagegen entschieden, praktisch den Kontext der Früchte zu malen, also jetzt das Holzbrettchen oder so dazu. Aber Schatten in irgendeiner Form wollen wir schon, ne? So. Ich verstreiche meine Kanten vom Schatten immer ganz gerne. Dabei muss ich aufpassen, dass nicht das passiert, was gerade passiert ist. Da war mir nämlich mein Pinsel zu nass. Ich habe ihn ausgespült und nicht ordentlich abgetrocknet, weil mein Tuch schon total nass ist. Könnt ihr nicht sehen, aber das Tuch, wo ich zum Pinsel abtrocknen, war schon total nass. Und deswegen habe ich, als ich es verstreichen wollte, in Wirklichkeit Wasser in die Farbe reingeschubst. Das ist natürlich nicht hilfreich. Das, was ich jetzt mache, ist natürlich Geschmackssache. Ich setze das an die feuchte Farbe, bedeutet, dass da jetzt blau reinfließt. Kann man machen, muss man nicht machen. Ich mache das hier jetzt auch mal künstlich. Das sieht jetzt noch ein bisschen komisch aus, weil die Frucht an sich ja gar nicht dunkel genug ist. Ne? Hier ist jetzt wirklich sehr viel Wasser durch die Gegend gelaufen. Was soll's? Während ich versuche, vorsichtig diese Kante hier. Und dann lasse ich jetzt erstmal trocknen und hoffe, dass ich damit was anfangen kann, wenn die Pigmente sich hier gesettelt haben. Und jetzt föhne ich vorsichtig, obwohl hier so viel Wasser rumfliegt.
Ideal wäre wirklich, ich würde es jetzt lufttrocknen lassen, weil ich jetzt nämlich durch das Föhnen die Pigmente, die sich ja gerade hier noch so ein bisschen setzen und verteilen, in den feuchten Bereich durch die Gegend schiebe. So. Ich frage mich gerade, ob meine Kommentare hängen oder ob ihr einfach nichts sagt. Könnte einmal eine sowas schreiben wie, wir sagen nur nichts, damit ich sicher weiß, dass nicht mein Video hängen geblieben ist bei euch. Das wäre total nett. Dankeschön. Ah, ne? Und jetzt, das ist der Moment. Hier wollen wir es hell behalten. Hier ist so der Schatten. Der Stängel wirft auch noch einen Schatten. Gleichzeitig. Ja, wollen wir. Legen wir mal los. Gleichzeitig wollen wir irgendwie diese Oberfläche erhalten. Da weiß ich jetzt auch nicht. Lassen wir uns überraschen. Irgendwas wird da schon mal rauskommen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich für die nächsten Feigen was gelernt habe. Die so unterschiedlichen Rot- und Violetttöne, die ich gemischt habe, versuche ich jetzt so zu verteilen, ungefähr so, wie ich sehe. Ne? Also wo ich mehr Violett sehe, mache ich mehr Violett. Wo ich mehr Rot sehe, nehme ich mehr von der roten Farbe hier. Dabei saue ich mein Magenta einmal komplett ein.
Ja. Versuche gerade ein Schwarz mit Violettstich zu mischen, mit Indigo, Umbra und Magenta. Okay, ich hätte eindeutig warten sollen, einen Moment, weil hier noch gar nichts trocken war und jetzt ist alles durcheinander. Ach je. Immer das Gleiche mit Aquarellen, ne? Diese Rumwarterei. Mit ein bisschen Abstand. Also wenn ich so gerade vor der Nase vorsitze, denke ich, boah, Alter, ey, ich kann's, kann ich gleich in die Ecke hauen. Aber wenn ich es jetzt mit ein bisschen Abstand anschaue, denke ich, ach ja, wie habe ich das denn eigentlich gemacht? Wisst ihr auch nicht, ne? Also mit ein bisschen Abstand sieht es ganz cool aus eigentlich. Also ganz, zumindest Licht und Schatten ist ganz gut geworden. Ich versuche eben gerade mal kurz mir das, die Farbe von der Hand zu reiben. Da weiß ich auch nicht. Alter. Mehr Farbe auf der Hand als auf dem Papier heute. Ich hoffe, der Ton ist im Übrigen okay. Weil ich nämlich kein Mikro dran habe, dann kann ich nämlich immer so schlecht aufstehen. Ha. Beate war das gerade, ne? Ja. Beate malt auch gerade Feigen, was ich ganz cool finde. Und sie schreibt halt, dass es so nach dem Motto, bei mir sieht es immer ganz einfach aus. Also es ist natürlich die Erfahrung. Das zweite ist, dass es über dem Bildschirm immer noch ein bisschen schicker aussieht, weil der für so ein bisschen Abstand sorgt. Also die Kontraste werden etwas stärker und es sieht halt nicht ganz so fleckig aus. Und das andere ist auch einfach dieses... Ich male halt drauf zu, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wie gesagt, dass ich sage, das ist irgendwie matschig und unstimmig geworden. Da habe ich was fürs nächste Mal gelernt. Von daher, keine Angst. Keine Angst vor Fehlern oder so. So. Und das Problem, was man ja immer hat, wenn man von der Natur malt oder halt eigentlich fast jedes Motiv, aber besonders natürliche Motive, also Motive aus der Natur und so hat, malt, ist, dass man sich entscheiden muss, welches Detail lasse ich denn jetzt drin und welches Detail ist zu viel des Guten. Welches Detail lasse ich weg? Und das ist etwas, was ja letztendlich auch viel Geschmackssache ist und so den eigenen Stil ausmacht. Und dafür muss man einfach ganz, ganz einfach, du musst ganz einfach, Beate und alle anderen, einfach wahnsinnig viel malen, so nach dem Motto. Ich verdrehe auch immer die Augen. Ich habe gerade erst ein Buch gelesen. Ich habe das leider nicht hier, das liegt unten im Wohnzimmer, von Lisa Congdon. Ich lasse die Farbe mal trocknen. Moment. Lisa Congdon. Kongdon mit N, Moment, so.
Das ist eine Illustratorin und Künstlerin aus den USA, der ich halt schon länger folge, weil die hat erst mit über 30 mit dem Malen angefangen. Und hat da halt Bücher auch schon rausgebracht dazu, wie man von Kunst lebt, und hat jetzt ein Buch zu, wie man seinen persönlichen Stil findet oder bei seine persönliche Personal, seine Artistic Voice nennt sie das, also seine, ich weiß nicht, wie ich das auf Deutsch, seine Stimme, seine was auch immer, Botschaft, frag mich nicht, ich kann Artistic Voice gerade nicht gut übersetzen. Und die schreibt auch immer. Und da muss man einfach ganz viele Bilder malen. Und dann findet man das schon, so nach dem Motto. Ich verdrehe da dann auch immer die Augen. Aber es ist irgendwie so, dass ich inzwischen halt ganz viele Entscheidungen einfach intuitiv treffe darüber, was ich jetzt weglasse oder wo Schatten ist, wo Licht ist und was ich jetzt stehen lasse oder nicht. Das ist so eine ganz komische Kombination aus einerseits natürlich Erfahrungswerten und andererseits Gefühl. Also harte Erfahrung und weiche Erfahrung, wie auch immer, so kombiniert. Und auch das, was ich habe das letztens bei meinem letzten Workshop schon erzählt. Ich nehme jetzt der Alpha-Halthabe so ein bisschen gelb-grün, statt mir neues Grün zu mischen. Ich habe das letztens schon auf meinem letzten Workshop erzählt, dass wir diese Tendenz haben, das, was wir bei uns Fehler nennen, und das ist nichts geworden und das ist unordentlich oder durcheinander oder nicht so genau so, das sehen wir bei anderen Leuten und nennen es bei anderen Leuten auch voll der persönliche Stil. Und jetzt habe ich geredet und übergemalt. Das ist ja geil, ne? Ach Gott. Und das ist jetzt natürlich Farbe, die nicht so gut abgeht. Das Rot. Aber es ist wirklich ganz enorm so, dass das, was man bei anderen halt irgendwie künstlerische Freiheit empfindet man bei sich selbst praktisch als Fehler oder technisch nicht gut genug. Und in Wirklichkeit ist unser persönlicher Stil so eine Kombination aus allen Dingen, die wir technisch nicht so drauf haben, weil sonst würden ja alle unsere Bilder gleich aussehen. Wenn wir alle perfekt fotografisch malen könnten. Und schau, jetzt haben wir diesen wundervollen Lavoux-Effekt, dass ich hier eine transparente Farbe auf das Violette setze, das noch mit. Es wäre noch besser, wenn es hundertprozentig durchgetrocknet ist. Aber die Zeit nehme ich uns jetzt nicht. Haben wir jetzt nicht. Basta. Sind irgendwie die Kanten viel zu hart geworden. Bin ich hier so ein bisschen, das ist jetzt die sehr unelegante Weise, elegante Art und Weise, ich bin hier jetzt flächenhaft am Rumrubbeln, um irgendwie wieder weiche Übergänge zu schaffen. Sie sieht wirklich außerhalb des Videos sehr schrubbelig aus. Aber gut, ich entferne mich jetzt etwas vom Bild.
noch einmal föhnen. Die Grüne habe ich jetzt echt so ein bisschen vernachlässigt. Aber die ist jetzt wirklich so nach dem Modell gut genug. Reicht schon, passt schon. Hab keine Lust mehr entstanden. Mein Grün ist praktisch alle. Naja. So, während das Grün so vor sich hin trocknet, esse ich noch mal ein paar helle Punkte. Und so schnell gehen 50 Minuten rum, ne? Ich denke, es hätte davon profitiert, wenn ich zwischen den Schichten wirklich nochmal konkret das beiseite gelegt hätte. Mit ein bisschen Abstand drauf geguckt hätte. Ich habe da gerade noch mal ganz kurz so eine goldene Lasur drauf gemacht. An der Stelle. Mein weißer Geldstift ist wasserlöslich, ja. Also es ist jetzt nicht die eleganteste Art. Also beziehungsweise ich kann es mal ausprobieren. Aber ich denke schon. Also es ist jetzt suboptimal, wenn ich da nochmal drüber male. Ja, der ist total wasserlöslich. Also den weißen Geldstoff zu setzen und dann nochmal eine Lasur drüber zu machen, ist voll nicht gut. Habe ich gerade spontan gemacht, weil ich nämlich gerade aufgestanden bin. Also ich stehe gerade und sitze nicht. Und von oben drauf geguckt habe und dann nämlich plötzlich einen ganz anderen Blick auf mein Bild hatte, als wenn ich immer mit dem Kopf unter der Kamera hänge. Wirkt dann noch ganz anders. Meine weiße Tinte, Moment, wo haben wir sie? Die trocknet tatsächlich wasserfest. Also es ist eine Acryltinte. Wenn ich die benutze, die ist danach tatsächlich wasserfest. Und die kann ich auch rein theoretisch mit ein bisschen Aquarellfarbe einfärben. Das heißt, ich kann ein bisschen von der weißen Tinte, wenn ich jetzt die Punkte nicht schneeweiß haben möchte, sondern hellrosa oder so, könnte ich von der Acryltinte ein bisschen Aquarellfarbe reintun. Also abfüllen, etwas Aquarellfarbe reintun und dann wasserfeste, helle, rosane Punkte oder so setzen. Jo, okay. Ja. Ich glaube, das war jetzt auch sehr sportlich, gleich 3 davon in einer Stunde machen zu wollen.
Und ich denke, wenn wir uns überlegen, wir hätten nur einen von den pinken, von den lilanen genommen, wie viel mehr Detail man hätte machen können. Aber ich denke, sieht schon. Ist auf jeden Fall, was rüberkommt, ist, wie cool die Farbe ist. Gerade wenn man den Grün hier abdeckt. Was, wie cool diese violette Farbe ist. Das kommt auf jeden Fall rüber. Okay. Der Schatten ist hier so ein bisschen durch die Gegend geflossen. Aber was soll's, ne? Kritisieren ja, ist ja immer einfach und machen ist immer das Schwere. Okay, so, ich drehe die Kamera. Da bin ich wieder und ich gucke mal kurz hier auf dem Computer nach euren Kommentaren, ob ich noch irgendwas gefunden habe. Dankeschön, Gabriela und Ingrid und Aldi. Ich finde es tatsächlich bis auf den Grünen auch ganz schön geworden. Und ich glaube auch, was ich gerade schon gesagt habe, dieses die Farben sind sehr cool geworden und mit mehr Zeit, beziehungsweise nur einen von den statt drei von denen hätte man noch ein bisschen mehr weiterkommen können, weil ich hatte wirklich dieses, dass eigentlich müsste man zwischendurch wegtreten und es so ein bisschen ruhen lassen, statt einfach gleich weiter zu drin rumzuwursteln. Das kennt sicherlich jeder in Aquarell, dass man manchmal es halt verschlimmbessert und nicht genau weiß, wann der Punkt war, wo man vielleicht falsch abgebogen ist. Gut, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich meinen Tag heute, meinen Arbeitstag zumindest, mit euch beim Malen hier beenden konnte. Ich freue mich außerdem, dass gerade die Sonne rausgekommen ist, obwohl es geregnet hat. Ist also ideal. Ich war heute Morgen um 8 bei Sonnenschein draußen und dann kann ich gleich um 18 Uhr nochmal bei Sonnenschein mit dem Hund gehen und dazwischen hat es geregnet. Ich habe es also gut abgepasst. Dann bin ich sehr zufrieden mit mir selbst. Solide Tagesplanung. Ansonsten, wie gesagt, wer noch Lust hat, 28. und 29. zum Aquarell-Workshop Wilde Blumen für Fortgeschrittene zu kommen, kann sich oben den Link anschauen. Und wer mit dem Gedanken spielt, so einen Maltag zu machen, oder ihr könnt das auch zu zweit organisieren. Wenn du noch eine Freundin hast, die mitkommen möchte, dann können wir so einen Maltag auch zu zweit organisieren, der persönlich auf dich abgestimmt ist. Könnt ihr euch auch melden. Keine Sorge, wenn du noch nicht sicher bist. Du kannst dich auch melden, wenn du dich noch nicht sicher bist. Ich nehme es keinem dann übel. Wir sprechen miteinander und wenn du sagst, es nee, ist doch nichts für mich, auch wunderbar. Dann haben wir 40 Minuten miteinander gequatscht. Ist doch auch schön. Also, die Infos sind oben in den Links. Ich würde mich natürlich immer freuen. Wie gesagt, November, Dezember, Januar sind noch ein paar Plätze dafür frei. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Abend. Danke fürs Zugucken und Mitmalen. Malt was Schönes und wie immer, ihr hört von mir, ihr werdet mich nicht los. Bis dann. Ciao.